Hello Lukas, how are you? Wir hoffen, dir gefallen die Pieces. Gib uns gerne Feedback. Ja, die Pieces gefallen ihm, aber ich sag mal so, das Piece hätte mir auch gefallen. Hätte ich auch gern gehabt. Good morning. Good morning. How are you? We live in that place. Das können wir nicht sagen, weil das Video kommt nicht als letztes Video. Sorry. Bruh. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen mal wieder in Tokio. Sind immer noch hier. Wir werden heute ein paar Erledigungen machen. Ein Messer für den Herren kaufen. Yeah, yeah. Genau, wir waren schon unterwegs, haben uns ein bisschen umgeschaut. Das Wetter ist ein bisschen schlecht, das Intro wird ganz schnell sein. Weil ihr mich auch immer mal wieder fragt auf Insta, hey, wo hast du das T-Shirt, dieses T-Shirt? Habe ich euch jetzt am Anfang des Vlogs mal was gezeigt. Unten ist der Link für jeden, der es abchecken will. Kuss geht raus, viel Spaß in diesem Video. Kuss geht raus. Wir sind nochmal zurück ins Hotel. Ich erzähle euch gleich was zu der Sache mit Japan und Regenschirmen. Wir haben rausgefunden, die Japaner sind ja so die überordentlichen und überrespektvollen und die würden niemals klauen. Aber Regenschirme hier zu klauen, ist einfach so ein karmen Ding. Ja. Das macht man hier einfach. Du leihst ihnen den Schirm und... Sorry. Jeder hat so gesagt den gleichen Schirm und dann ist es egal, wenn du einen klaust, weil du hast ja eh dann den gleichen. Voll. Wenn du in ein Restaurant gehst und da ist ein Regenschirmständer und da sind 10 Regenschirme drin, kann gut passieren, dass da einer einen reingibt, einen anderen mitnimmt und jeder immer. Also unter diesen hier. Genau, unter diesen hier. Aber auf jeden Fall, das ist wirklich die einzige Straftat, die die Japaner begehen. Wenn in Deutschland einen klaust, ist auch okay. Hast du schon kaputt gemacht? Hier macht man den dann rein, Leute, und dann darf man hier einfach auch rausklauen. Also nicht einfach einnehmen, wenn man gar keinen dabei hatte. Das wäre schon. Das macht man nicht. Ein Onigiri am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, meine Damen und Herren. Das beste Frühstück auf dem Weg. Guten Appetit, mein Bester. Thank you. Was für Onigiris nimmst du? Was ist dein Lieblings-Onigiri? Tuna Mayonnaise. Weiter Ting. Ich muss ehrlich sagen, ich bin voll der Anti-Regenschirm-Mensch, aber heute fühle ich ihn ziemlich sehr, muss ich sagen. Ziemlich sehr, sagt auch. Panoramadach hast. Ah ja, stimmt. Erste Sache, die wir auf jeden Fall holen, ist wie gesagt das Messer. Dann brauche ich noch. Ich will mir eine Balaklava kaufen, Leute. So eine, ja, ich weiß, so eine Roadman-Sturmhaube, ihr kennt es. Was brauchst du dir noch? I wanna rob you. At the airport. Glaubst du, ich kenne dich nicht mehr. Nicht mal eine Maske, selbst eine Maske würde ich dich erkennen, oder? Nein. Doch. Nein. Doch. Und ich will noch eine Tüte voll mit Süßigkeit machen, die wir natürlich auch essen werden. Vielleicht schicke ich einer Person was, wenn ihr unter dem Video 200 Kommentare voll macht. Kuss geht rein. Und natürlich könnt ihr einmal in die Kommentare schreiben, diese Brille 1 bis 10 bei Randy. Ich will nur Elfen sehen. So, Freunde, wir waren ja schon einmal auf der Suche nach Messer und Küchenartikeln für den Herrn, lieben Lukas. Und an dem Tag, Lukas ist so ein Mensch. Er ist eigentlich wie ich in der Hinsicht, weil ich bin auch so ein Mensch. Ich kaufe mir auch manchmal Dinge, die ich einfach nicht benutze. Hat sich Lukas eine Pinzette gekauft, die man so zum Belegen von Sachen halt benutzen kann. Und hat sich extra auch noch so ein schönes G reingravieren lassen. Hast du jemals mit mir ein Kochvideo gedreht? Nein. Weißt du, was es heißt, einen Burger so zu dekorieren, dass er thumbnail-tauglich ist? Ja. Für deine Thumbnails, aber für meine Thumbnails. Sind meine Thumbnails schlechter als deine? So, damit ihr auch wisst, das hier ist so eine Region. Ich weiß nicht genau, wie diese Region heißt. Die Straße heißt, glaube ich, Apagashi oder so. Das ist die Gastro, Street-Gastro-Gegend. Ja, das heißt natürlich auch für euch, wenn ihr in Tokio seid und sowas. Jetzt habt ihr den Namen, googelt es einfach. Ich werde euch auch gleich noch den Namen von dem Messershop zeigen, so gesagt. Dann, wenn ihr hier seid und auch auf der Suche nach sowas seid, haben wir das schon mal für euch erledigt und ihr müsst einfach nur herkommen und eure Sachen suchen. Heißt, Freunde, der Laden heißt Kamata. So sieht das Ganze dann immer aus. Schon sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Es gibt so viele Messer. Schon Samurai-Schwerter sind das alle. Aber mit so einem Messer einmal schneiden wäre schon ein Traum. Was für ein Messer suchst du eigentlich jetzt mal ganz kurz? Für Gemüse. Gemüse. Woran weißt du ungefähr, woran man das erkennt? Ja, die sehen so aus. Die sind so viereckig, quadratisch, praktisch, gut. Hier waren wir auch schon drin. Wir waren vor ein paar Tagen. Da kommt auch noch ein Vlog bei Lukas, wo die weltberühmte Pinzette gekauft wird. Die ihren Einsatz findet. Safe. Ihr werdet noch sehen, dass die zum Einsatz kommt. Easy to break? Yes. Ich demonstriere euch einmal, wie scharf das Messer ist. Boah. Das ist dangerous, eh? Ich werde mit so einem Messer nicht. Ich war auch der in der Schule mit Plastikschere schneiden musste, weil ich so blöd bin.
Und jetzt sind wir auch bei dem Punkt, den wir vorher erwähnt haben. Wo ist dein Ringschirm? Herzlich willkommen in Ginza. Ginza ist so die High-Class-Gegend, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen, so. Was, wenn du diese Szene machst, wenn wir in der High-Class-Gegend sind? Vielleicht besser. Ich bin auf der Suche auf jeden Fall. Wir sind jetzt in einem Goldwyn North Face Store. Auf der Suche nach einer Balaclava. So. Ihr kennt diese Skimasken. So eine will ich haben von North Face. Vielleicht nehme ich sogar diese Goldwyn. An alle Leute, die jetzt in die Kommentare schreiben, Randy, lass es. Sehe ich gerade so aus, als hätte ich es nicht wirklich vor. Perfekt. Die ist sogar noch geiler, gell? Ja. Die ist noch geiler. Ist die richtig schwarz oder ist die so blau wie dieser Pulli? Die ist schwarz. Okay, ich probiere jetzt noch diese North Face an. Die ist schon auch geil, Alter. Aber die ist so... Da gefällt mir einfach der Kopf nicht. Weil der nicht eng genug sitzt, ja, gell? Stell dir mal vor, ich komme so in dein Wohnzimmer um 11 Uhr nachts, Bruder. Boom, krieg ich einen. Warum steht da kein Preis? Boss, how much is this one? The Goldwyn one. What's the price? Yeah, this price. 6.000. Was ist das? 30. 6x7, 35. 35 Euro. 6x7, ich weiß, was ist 6x7, oder? I take this one. Also für alle, die sich jetzt fragen, was ist das jetzt schon wieder für ein Kauf, Randy? Das ist der Pinzettenkauf von Lukas. Ich weiß, ich werde die genau einmal an. Wasser gibt es auch an jedem Bahnhof. Irgendwie nice, habe ich zum ersten Mal getrunken. Lecker. So, Freunde, für euch auch da draußen, falls ihr nach Tokio kommt, das Hotel, ich würde dem ganzen Hotel so eine 6,5 geben, ist das okay? Room Service und so, hat ein bisschen reingeschissen. Ich weiß nicht, wie das in Japan ist, weil die haben halt wirklich kaum was weggeräumt. Die machen eigentlich nur das Bett, aber das Hotel ist clean. Genau, es ist sauber, das ist wichtig. In der Dusche kannst du barfuß stehen, ohne dich zu ekeln und sowas. Jetzt kommt noch eine Sache, die wir erledigen. Ein dicker Kuss geht für euch alle da draußen raus. Wir sind 30.000 Menschen. Danke, wir werden euch ein paar kleine Geschenke aus Japan mitbringen. Herzlich willkommen bei 7-Eleven. Wir haben leider wirklich nicht viel Platz im Gepäck. Und an alle meine ganzen Freunde, denen ich auch keine Geschenke mitbringen konnte, es tut mir nicht leid. Ja, ihr habt mir auch noch nie was mitgebracht. Ich schaff's nicht mal meiner Freundin was mitzubringen. Yeah. Also wir machen es so, damit ich, falls euch das Zeug nicht schmeckt, schuld bin. Lukas soll einfach entscheiden, was da alles reinkommt. Und dann mache ich ein Paket. Und er, besser gesagt, ich schicke euch das dann. 200 Kommentare müssen mindestens drin sein. Und dann werde ich mir einen aussuchen. Den werde ich dann auf meinem Instagram announcen. Den Kommentar, dann meldest du dich bei mir. Wer auch immer dann gewonnen hat. Und dann kriegst du von mir ein schönes Paket aus Japan. Das kommt rein. Dann die hier gibt's geil als Eis. Leider können wir euch kein Eis mitbringen. Was gibt's noch interesting? Also für mich ist halt alles hier interessant irgendwie, weil... Sollen wir Instant-Nudeln? Nein, geht leider nicht, Leute. Was ist das? Hä? Oder ist doch lustig, rein. Chips, oder? Kann man gut im Koffer geben. Perfekt. Eis und Chips nehmen wir für euch mit. Hier. Hätte ich das hier gesehen, das hätte ich sogar selber probieren wollen. Das kannst du in die Microwave packen und dann hast du so warme Chips. Aber für die richtigen spannenden Sachen müsst ihr halt leider selber kommen. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen da reinbaggern und dann... Ja. Keine Ahnung hier, was ist das überhaupt? Sieht aber interessant aus, oder? Boah, weißt du, was das ist? Da ist ein Lutscher drin und so Pulver. Nehmen wir auch noch eins für uns. Ich finde, das hier muss man auch mal probiert haben. Packe ich für euch auch noch ein, Leute. Okay, Leute. Das ist das inoffiziell oder das offiziell letzte Video auf jeden Fall. Oder wie sagt man? Inoffiziell. Inoffiziell das letzte Video. Es kommt noch ein Video am Sonntag für euch. Deswegen für alle Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, die Glocke nicht aktiviert, ihr wisst, ihr kennt die Story. Checkt gerne alle Kanäle von Lukas ab. Ist alles unten verlinkt. Wir haben ein paar coole Sachen für euch gekauft. Maria, Maria. Ich habe safe schon Schärferes gegessen, ich bin mir sicher. Ja, genau.